Wer genau seid ihr? Was tut ihr? Das haben wir gerade schon erklärt in der Pre-Show. Nein, wo wart ihr denn bisher? Was sind so eure Abenteuer? Ihr seid jetzt nicht gerade erst losgefahren. Wo wart ihr denn schon überall? Im Dschungel, gell? Im Gruselig Dschungel. genug. Ich bestimme jetzt mal, dass ich im. Habe ich das irgendwo stehen, wo ich gedient habe? Habe ich das irgendwann mal gesagt? Habe ich leider auf dem Alter, habe ich im Alter einfach vergessen. Ich denke, es war Irak. Da hab ich gedient. Ja, meine Vorgeschichte ist lang und viele Abenteuer habe ich bisher erlebt. Wie ich denke, hat es mich jetzt irgendwie in dieses Abenteuer gezogen, dass du zu Hause, dass zu Hause rumsitzen, nachdem man im Krieg gekämpft hat, ist das zu Hause rumhocken und nur im Keller Tischlerarbeiten machen. Es wird irgendwann zu langweilig. Deswegen irgendwie haben mich die beiden hier aufgegabelt und ja, irgendwie bin ich da in diese Abenteuer jetzt geraten und bin jetzt mit einer älteren Dame und einem Frischling unterwegs. Auf ein vielversprechendes. Man sagte mir, es wird gruselig. Das hielt ich für ein Gerücht, weil mich kann gar nichts mehr gruseln. In ein Abenteuer. Ja, Bin also gespannt, was mich da erreicht. ich bin immer auf verschiedenen Jahrmärkten unterwegs. Ja, Familientradition bei uns und wir wollen den Menschen die Welt der Geister näher bringen. Und da war ich gerade auf einem Jahrmarkt und da kam der Reporter hier vorbei und wollte mich interviewen zum Jahrmarkt. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und er hat mich dann eingeladen, zu diesem Abenteuer mitzukommen. Ja, und ich wurde von einem Fernsehsender beauftragt, eine Gruselshow zu machen, wo man mysteriöse Orte untersucht. Da würde ich mal fragen, wer von uns hat denn am meisten auf Autofahren? Ja, das wollte ich gerade fragen. Gut, ihr habt euch jetzt vorgestellt. Ich wollte eigentlich gerade Meine damit Ka meine einsteigen. Karte Okay. hat einen relativ hohen Wert drauf, also Ich habe wie hoch es denn wird. auch 20. Ja, wir haben alle 20 Ich. drauf, also wir können uns entscheiden, wer das Auto fährt. Also will irgendjemand vortreten, dass Ist da. okay. Ist okay. Übrigens, euer Kameramann und Tonmann senkt die Kamera und meint so: Ja, ist okay. Können wir das vielleicht besprechen, wenn die Kamera nicht läuft? Wir haben jetzt gerade das Intro gedreht. Damit können wir vielleicht was anfangen. Der Schnitt wird bestimmt einiges retten. Das kriegen wir schon hin. Okay, ich würde mich melden, um das war das da, das war da, dass ich das Auto fahre. Die anderen sagen mir, wo es lang geht. Ich lass mich drauf ein. Ich brauche einen Beifahrer, der mich lotst. Aber Ja, gut. ich Wer kann Autos fahren. möchte sich denn wohin setzen? Euer Kollege nimmt das, wo was übrig bleibt. Also ich fahre offensichtlich. Ich sitze auch hinten. Der Kameramann kann schön filmen vom Beifahrersitz. Okay, der Kameramann lotst mich also auch während der Films. Also das wird spaßig. Ich weiß, Okay, wo es sehr lang gut. geht oder wo wie. Ja, das wisst ihr. Ihr seid schon eine ganze Weile durchs Land gefahren. Ihr habt schon das eine oder andere gefilmt bisher. Wenig überraschend, bedenkt man, wer euer Anführer ist. Eher so semi-gut gelaufen. Ja. Bisher wart ihr. Ja, ihr seid durch die. An der Ostküste mal lang gefahren, habt euch das ganze Zeug angeguckt. Ihr wolltet auch eine Story über diese ganzen alten Geschichten schreiben, zum Beispiel über das Riff, das angeblich 1900, was auch immer, und 20 gesprengt wurde, weil irgendwelche dunklen Mächte vor sich gegangen sind. Hat sich herausgestellt, es ist mittlerweile ein sehr schönes, sehr idyllisches Fischerdorf mit sehr netten Leuten. War also eher weniger gut, die Story. Nicht Bigfoot. Ja.
Nee, das habt ihr auch versucht, aber es ist in einem Campingausflug ausgeartet. Ich hab Bock auf Abenteuer, das ist der Typ wollte filmen, also ja, es ist ich bin dabei, ich lass mich drauf ein. Ja. Also bis jetzt haben wir einen Reiseratgeber gefilmt. Bis jetzt habt ihr einen Reiseratgeber hingekriegt. Was mir auch ganz recht war. Ihr wart überaus effektiv. Das Interessanteste war wahrscheinlich, dass ihr der Geschichte von irgendeinem verfluchten Restaurant nachgegangen seid, wo sich rausgestellt hat, dass einfach nur ein Typ sehr lange in einem sehr rostigen Kostüm festgesteckt hat und um Hilfe gebrüllt hat. Mhm. Ja. Erstaunlich wenig Abenteuer bisher. Ich hoffe, da kommt noch was auf uns zu, was ein bisschen spannender ist. Bisher langweilt es mich. Ihr erhofft euch jetzt auch. Da habe ich damals im Irak aber Besseres gesehen. Ja, ihr erhofft euch jetzt, dass es unten in den Südstaaten, wo es diese ganzen kleinen Dörfer gibt, wo immer wieder Leute in Sümpfen verschwinden und so weiter, dass da vielleicht eine gute Story auf euch wartet. Und ja, ihr seid auch mittendrin quasi. Ihr habt jetzt gerade an einer Ausbuchtung einer Straße Pause gemacht, um euer Intro zu filmen, weil die Location gut dafür geeignet war. Also Sümpfe gab es im Irak ja relativ selten. Ist jetzt auch so semi gut gelaufen, wie wir rausgefunden haben. Aber wird schon, der Cut rettet bestimmt einiges und jetzt seid ihr auf dem Weg in die nächste größere Stadt. Man hat es mir nicht gesagt, dass wir ein Intro aufnehmen. Ich habe einfach gesprochen. Ja, das war auch die Anweisung. Ich habe euch gesagt, was ihr zu hören kriegt. Und jetzt bitte unterbrich mich nicht dauernd. Okay, ansonsten darfst du dir gleich mal Stabilität abziehen. Ich glaube, das ist bei ihm nicht schlimm. Ja. Sei froh, dass du keine Wortwitze machst. Noch nicht. Ja, okay. Ihr erhofft euch jetzt, dass ihr vielleicht in der nächsten größeren Stadt eine gute Story kriegt. Ihr habt euch entschieden, über Landstraßen zu fahren, weil es geht natürlich sehr viel schneller als auf den Highways, weil da ist ja wenig los. Ja, mittlerweile wird es abends. Ihr habt nicht wirklich Menschen gesehen hier in der Nähe. Und jetzt hätte ich ganz gern gewusst, wer jetzt genau wo sitzt. Auf welcher Position im Auto. Das haben wir dir gerade schon gesagt, aber... Der Fahrer. Ich sitze hinten rechts. Hinten rechts. Nochmal, weil du scheinbar nicht gehört hast, ich fahre das Auto. Ja, du bist Fahrer, okay. Gut. Ja, es ist recht ruhig. Ihr fahrt so ein... ja, umgebauten Van, fast Wohnmobil, wo ihr hinten euer ganzes Zeug lagert. Stellt euch einfach so vor wie den Truck aus Phasmophobia. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Ein weiteres Spiel, was ich nie gespielt habe. Ich auch nicht. Ihr wisst, wie der Truck aussieht. Nein, ist nur das so, ist das so wie dies. Beschreib ihn uns nochmal ausführlich. Weil einiges das nicht kennen. Ja, gerne. Ihr habt mehrere Regale, ihr habt einen fest verschraubten und funktionsfähigen PC mit einem kleinen Generator. Ihr habt verschiedene Objekte, wo ihr euer ganzes Zeug hinten in Regalen liegen. Karten habt ihr, an den Wänden kleben auch noch verschiedene Bilder, die wahrscheinlich dekorative Zwecke verfolgen. Ich weiß es nicht, das müsst ihr mir sagen. Auf jeden Fall kleben sie da. Ja, das ist so das, was ihr habt. Momentan fahrt ihr, momentan ist keiner hinten. Doch, die anderen, alle sind hinten, bis auf ich und der Kameramann. Hintere Sitze, aber nicht hinten drin. Ja, da kommt dann noch jemand rein. Da kommen wir noch zu. Ihr seht jetzt etwa das, was ihr auf dem Bild seht. Da können wir noch Leichen verschleppen. Ist alles ganz ruhig. Ihr könnt euch unterhalten über das, was ihr vielleicht vorhabt, über euer Leben. Ihr kennt euch ja jetzt auch schon eine Weile. Vielleicht habt ihr euch was zu erzählen. Ja, erzählt mir mal, was ihr hier vorhabt. Ich wollte ja Abenteuer sehen. Ich habe hier bisher relativ wenig Abenteuer erlebt. War ein schöner Trip bisher. Ja, sehr schön. Aber also damals im Irak habe ich das, da war. Ich wollte Action sehen, ich wollte Action von meinem Alltag auf der Couch mal bekommen, wollte ein bisschen von der Couch runterkommen. Bisher bin ich zwar von der Couch runtergekommen, aber ich kann schon ein bisschen mehr Nervenkitzel vertragen.
Ich finde, Nervenkitzel ist gar nicht so wichtig. Ich will der Welt doch einfach nur zeigen, dass sie die Welt der Geister nicht zu fürchten hat und dass sie mit den Geistern gut auskommen können. Und ich dachte, dafür ist es doch da. Wir suchen die Geister hier. Wie du weißt, haben wir noch keine gefunden. Ja, leider. Geister. Ihr seht die nur nicht. Die sind überall. Wir hatten den Mann im Blechkostüm. Wir hatten ein Fischereidorf. Das war relativ wenig. Ich habe da relativ wenig Geister gesehen. Ich richte mich an das Medium und frag mal. Wird es denn hier noch irgendwie noch weiteren? Wird es denn vielleicht mal hier mal Geister geben? Echte Geister zu sehen geben? Oder wird es mal hier ein bisschen Nervenkitze geben? Oder machen wir hier einen entspannten Trip? Wie sieht das ich hier aus? Ich sehe überall Geister. Wir suchen ja gerade Orte, wo ihr sie auch sehen könnt, weil ihr zu ungläubig seid, um sie die ganze Zeit zu sehen. Ja, hast recht. Ja, hast recht, wenn so nach einem guten Whisky sehe ich auch manchmal viele Geister. Das ist so nach einem ordentlichen Umtrunk in der Kneipe, das ist schon. Sehe ich auch viele Geister. Tja, Vito, hast du mal noch eine Idee? Hast du was gehört? Du kommst doch auch viel rum. Ja, nee, wir fahren ja seit Wochen nur zusammen rum und ja, ich habe aktuell keine besonderen Storys hier aus der Gegend gehört. Also hier ist ein bisschen mehr los, weil hier kleinere Dörfer sind, aber vielleicht sollten wir mal anhalten und irgendwo nachfragen. Vielleicht hätten wir meinen Kumpel Boris mitnehmen sollen, der sieht immer aus wie ein Geist. Der, als ich den letztens im Pub getroffen habe, der hätte doch von einem waschechten Dämon nicht unterscheiden können. Der ist auf seine alten Tage ein bisschen runtergekommen. Der sieht immer wie ein Halbtoter aus. Hätten wir den mal untersuchen können. Hätten wir daraus mal einen Bericht machen können. Gut, der Fahrer würfelt bitte einmal auf Autofahren. Ich würfel auf Autofahren. Du siehst nämlich jetzt gerade das hier vor dir. Ein D100? Gerade ein paar Meter. Ein D100. Okay. Das habe ich leicht verkackt. Ja, da habe ich 20 alles drauf. Alles klar. Alles klar. Möchtest du es forcieren oder möchtest du es nicht? Das ist das einzige Mal, dass ich das frage. Da würfel ich gleich nochmal. Aber ich habe da 20 Punkte drauf. Die Chance ist... Wir sind tot. Okay, du willst nochmal? Diesmal lasse ich es. Ich hab's immer noch nicht geschafft, aber ein bisschen besser. Es nicht geschafft, du hast es passiert, alles klar, darauf habe ich gesetzt. Gut, du darfst dir einmal. Wo habe ich das aufgeschrieben? Ah, okay. Du darfst dir einmal einen W3 Schaden machen. Ah, sehr schön. Ein W3, ich habe hier W4. Wie ging das nochmal? Ein D3. Ein ja. D3. Genau. Ein Schaden. Sehr schön, einen Schaden. Wo trage ich mir das ein bei mir hier? Ich kann mir überhaupt nichts eintragen. Aber wo ist denn hier überhaupt mein Schaden? Trefferpunkte darfst du dir einen abziehen. Stabilität habe ich hier, Trefferpunkte. Genau. Okay, das ist relativ kritisch. weil da habe ich nur 15. Ihr habt alle sehr wenig. Das ist das System. Das ist relativ viel. Ja. Da ist ein Treffer schon relativ viel. Das ist doch schon. Ja, ganz genau darum geht's. Denn was passiert ist, wir waren gerade so schön im Gespräch. Du hast zu spät gesehen, ein Schatten kommt auf euch zu und dir fliegt tatsächlich eine ziemlich große Krähe mitten ins Gesicht durch die Windschutzscheibe, ihr kommt von der Straße ab und ihr steht jetzt erstmal im Sumpf. Halb versunken, ihr habt jetzt nicht viel Zeit, euer Zeug zu retten. Ich sag, was zum Henker war das? Seid. Ich. Ja, ich, dir ist das voll ins Gesicht geklatscht, ist aber nichts Schlimmeres passiert. Du hast jetzt halt eine tote Krähe auf deinem Schoß liegen und bist von der Straße abgekommen. Wo sind meine verdammten Punkte? Ich würde den Laptop nehmen und rausgehen. Also ich greif nach meinem Gewehr, das nehme ich auf die Schulter, die Handfeuer, meine Pistole stecke ich mir in. Ich habe da wahrscheinlich ein Holster für.
oder steck's mir zwischen den Gürtel, mein Jagdmesser stecke ich mir in den Schuh, zwischen in die Socken, und schnapp mir meine kugelsichere Weste als erstes und versuche auch mein Inventar zusammenzuklauben, was neben dem Fahrersitz liegen habe. Gut, dann lass mich mal ganz kurz gucken, was du für Werte hast, weil ich habe gerade gesagt, ihr habt Zeit, ein, zwei Sachen zu greifen. Okay, als erstes natürlich mein Gewehr und meine Waffe und dann als nächstes dann die kugelsichere Weste. Und dann mein restliches Inventar, der Reihenfolge nach. Weißt du was, würfel doch mal auf Geschick, auf deinen Wert GE. 100. Was habe ich bei Geschick? Bestimmt mehr. Die habe ich, 69, eine ganze 69 habe ich geschafft haben. Ja, gut, dann darfst du dir noch eine Sache mehr. Ja, wie viele sind eine mehr? Ja, wie viel ist eine mehr? Was willst du denn jetzt alles genau haben? Also meine Waffen würde ich gerne mit dabei haben und zumindest ja, gut, die schusssichere Weste. Waffen und Weste kriegst du hin. Das okay. Schaffst du gerade noch so, bevor ihr komplett feststeckt und das Zeug in den Wagen suppt. Na, sehr toll. Gut, was nimmt der Rest denn alles so mit? Der Kameramann schnappt sich logischerweise die Kamera. Und, ich muss mal gucken, was mein das ganzes ist. Zeug für den Mist. Ja. Ich nehme halt meinen Laptop und mein Inventar, den Laptop und das Inventar mit. Ich habe nur Taschenmesser, Mikrofon, Trinkhorn. Ja, ich nehme nur meine Tarotkarten, mein Pendel mit und. Das Buch. Und, und das Buch, stimmt. Und ich hole meinen Rosenkranz raus und will versuchen, Kontakt mit dem Geist aufzunehmen, der uns gerade diesen Raben geschickt hat. Ich habe noch nie gehört, dass das über den Rosenkranz alles geht. Ich auch nicht, aber ist okay. Das ist mit dem Rosenkranz gemacht. Das ist egal. Gut. Ich bin eine verrückte alte Frau. Ich schaue sie schräg an. Also ich habe schon. Sich noch. Ich hatte auch meinen Rosenkranz, aber dass man damit Geister beschwören kann. Und springt auch raus. Meint so, Scheiße, was hast du da jetzt gemacht? Jetzt guck dir das an, wir kommen noch nie wieder auf die Straße. Und wir sind irgendwo im Nirgendwo. Wir mussten ja unbedingt die Seitenstraße nehmen, weil es ist die schöne Route gewesen. Ihr wolltet mich fahren lassen. Wäre uns die Scheiße nicht passiert. Hättest du mir mal einen Vorschlag machen können. Ihr wolltet, dass ich fahre. Ja, du wolltest fahren. Und da sind wir hier. Da sind wir. Du hast mich ja nicht gefragt. Ich fahre seit Jahren solche Dinger. Ich fahre wirklich gut. Da muss man mal was sagen. Aber der alte Mann wollte natürlich unbedingt auf dem Fahrersitz. Wenn sich kein anderer anbietet, ist das mein Problem. Ja, gut. Was machen wir denn jetzt? Wir sitzen irgendwo im Sumpf. Ja, ich würde mal sagen, auf Marsch, zu Fuß weiter. Okay. Dann wohin? Geht's jetzt zu Fuß weiter. Welche Richtung machst du denn? Du hast auch wo wir gerade mit dem Auto hin wollten. Die Straße weiter voran. Ja, alles klar. Da, wo das Auto gerade von abgekommen ist. Wenn das Auto futsch ist, dann laufen wir zu Fuß halt weiter. Ich kann laufen, ich bin schon Tagesmärsche gelaufen, ich kann das, ich krieg das hin. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Ob der Frischling das schafft, aber es ist, ja gut, ich schaff vielleicht keinen Tagesmärsche mehr, aber ich bin noch fit in Form, ich krieg das da. Eine schusssichere Weste und meine Waffen habe ich eher am Mann, habe ich befestigt. Ich bin startbereit. Wir können loslatschen. Machen wir aber erstmal den Rest. Einer von euch wollte mit dem Rosenkranz Geister rufen. Ja, oder mit dem Rosenkranz. Oh, Scheiße. Reden, ja. Wir werden sterben. Würfel auf Magie. Magic. So, muss ich hier machen. Ja. 1D100. So. Kannst du auch auf links machen. Hat nicht geklappt. Nee. Ja, gut. Okay, dann. So. Dann versuchst du irgendwas, aber alles, was du hörst, sind Frösche und ein paar Vögel um dich rum. Habe ich mir noch Zigarren retten können oder sind die. Hatte ich die Zigarren, die darfst du haben.
Die hatte ich in der Hosentasche, die hatte ich in der Hosentasche dabei. Die schmeckt jetzt ja, extra drauf. Mein Feuerzeug habe ich auch mit dabei gehabt, oder ist das dann... Würfel doch mal auf Glück. Ich würde mir gerne eine Zigarette anzünden. Eine Zigarre, eine gute alte Zigarre. Mach doch einfach mal Glück. Wenn du es schaffst, dann hast du ein Feuerzeug auch zufällig dabei. Das sieht nicht danach aus, aber ich guck mal, was ich für einen Glückwert habe. Du hast kein Feuerzeug dabei. Warte, ich habe vielleicht mehr auf Glück. 15. Was ist ein Glück? Das war GE? Der Wert Glück steht. Unter Trefferpunkte. Glück. Okay, das hab ich tierisch verkackt. Okay, ich habe kein Feuerzeug dabei. Ich frage einer, ob jemand Feuer hat. Ich würde gerne einen rauchen. Nein. Nee, ich auch nicht. Das ist schade. Niemand hat ein Feuerzeug dabei. Ich stecke mir die Zigarre in den Mund und nuckel dran rum. Ich zipp ein bisschen an der Zigarre. Du lutscht an meiner Zigarre. Sie ist auch leicht feucht. Also, sehr lecker. Wir müssen Feuer suchen. Gut. Weiß wer, wo wir ungefähr sind? Von der Karte her, wie wir gefahren sind? Würfel doch erstmal auf Orientierung. Es ist mittlerweile sehr neblig. Ihr könnt nicht mal mehr genau sagen, in welcher Richtung die Straße ist, von der ihr gerade abgekommen seid. Ihr seid schon ein paar Meter drin. Ich würde sagen, den Hang hoch. Einer von euch würfelt Orientierung. Der vorangeht. Also ich gehe voran, weil ich schon auf dem Weg war. Ja, dann würfelst du Orientierung. Ganz wo einfach. Ist denn mein Orientierungswert? Ich komme mit dem Charakterbogen nicht so wirklich klar. Reicht das als Fähigkeit oder? Reicht das als Fähigkeit oder? Ja, das ist als Fertigkeit Orientierung. Orientierung, okay. Dann würfel ich mal drauf. Das kann was werden. Habe ich nicht registriert. Das habe ich absolut verkackt. Ich laufe den Hang runter. du läufst in eine Richtung, du bist sehr konsequent. Möchte denn jemand mit ihm mitgehen oder lass ihn einfach im Sumpf verrecken? Ja, ich gehe natürlich mit ihm mit. Ich kümmere mich doch um alle. Alles komm, klar. Kinder, wir gehen zusammen. Bin sehr überzeugt, dass ich das den Hang abwärts. Wir sind zwar gerade von oben gekommen, aber ich laufe den Hang abwärts. Ihr stolpert jetzt erstmal schön durch den Sumpf. Yay. Spaß, Spaß, Spaß. Ja, Sümpfe bin ich jetzt nicht so gewohnt, aber das kriegen wir auch hin. In Irak gab es relativ wenig Sümpfe, aber das dürfen wir auch schon. Das sagst du, während du durch mittlerweile hüfthohes Wasser wartest, voller Schlamm und irgendwelcher Viecher. Ja. Wahrscheinlich alle Krankheiten der Welt. Lester, warte mal. Nimm mal Rücksicht auf die Älteren. Die Älteren, sagt sie. Wie alt bist du eigentlich? Immer noch fitter und jünger als du, aber... Jetzt, ich muss hier scheinbar auf den... Ich habe deine Vorstellung nicht gehört. Ich muss hier scheinbar auf den Frischling hören. Ich muss hier auf den Frischling warten. Er ist Mitte 50. Er ist Mitte 50 und damit immer noch jünger als ich. Der Frischling klingt zurück. Hey, ich bin doch mitgekommen. Ja, ich habe gesagt, du sollst auf mich warten. Ich bin 60. Darf ich vorstellen, 56. Auch nicht viel jünger. Aber wahrscheinlich deutlich fitter. Okay, hier passieren gerade Dinge im Hintergrund. Wir haben es gehört. FBI Raid. Lenken dich die Dinge davon ab, das Abenteuerwetter zu leiten, oder... Hat er sich gerade gemeldet? Ja, momentan. So ein ganz kleines bisschen, wenn hier Dinge fallen und Einkäufe eingeräumt werden im Hintergrund. Oh, das Haus wird gerade graded. FBA Raid. Ja. FBA open the door. So. Auf jeden Fall. Also man wird es wahrscheinlich im Hintergrund hören. Das tut mir leid. Ja. Mach weiter. Lass dich davon nicht stören, Moni. Ihr seid im Sumpf. Gut. Ihr wandert jetzt erstmal. Eine geschlagene Stunde, sagen wir mal. Orientierungslos. Will jemand anders noch auf Orientierung würfeln? Oder überlässt man mir jetzt das? Habt ihr vielleicht irgendwelche Werkzeuge dabei, die bei der Orientierung helfen könnten? Och, ich... Ich nicht. Latsch da jetzt lang.
Ich kann wieder versuchen, mit den Geistern zu reden. Du kannst ja deine Wünschelrute benutzen. Ich habe keine Wünschelrute, ich habe ein Pendel. Ich habe nur meine Waffen. Ich habe nur meine Waffen und meine Schutzausrüstung dabei. Ich habe wenig. Mein Inventar ist leider im Dreck versunken. Doch nur irgendwer daran gedacht, sowas wie mobile Telefongeräte mit Google Maps einzupacken oder so. Ich hatte ein Walkie-Talkie mit dabei, aber das ist leider am Schlamm versunken. Du hast ein Walkie-Talkie dabei, ja klar. Roddy, darf ich probieren, das ist mit Hightech. Pendel richtig rauszukriegen? Für meine Verhältnisse. Du darfst gern pendeln, das ist auf Magie. Für meine Verhältnisse ist ein Walkie-Talkie echt Hightech. Du musst einfach würfeln. Du kannst. Nimm einfach links oben, nimm links oben. Ich glaube, das hat so geklappt. Hat geklappt. Ja. Aha. Okay, dann entgegen aller Wahrscheinlichkeit pendelt eure Jahrmarkthexe da ein bisschen in der Gegend rum, guckt sich um und fühlt tatsächlich einen Sog in Richtung rechts. Mhm. Hinders, kommt mit, ich weiß, wo es lang geht. Die Geister haben uns geholfen. Okay, die Kesterjäger, die Jamas-Tanzer hat was gespürt von mir aus. Kann ja nur schaden. Ja, übrigens, zieh dir einen Magiepunkt ab, bitte. Ich laufe mit. Ja. Ob wir jetzt hier lang warten oder dort lang warten, das ist... Ihr lauft rum, dauert nochmal so gute 30 Minuten, ihr seid alle komplett durchnässt und dreckig und dann kommt ihr tatsächlich, also nicht raus, aber es wird zumindest weniger schlammig. Und ihr seht da vorne irgendwas, ja, das könnten Lichter sein. Okay. Sollen wir da hingehen? Leute, da sind Lichter. Ich denke, wir könnten jetzt auch wieder ins Dunkle reinlaufen, aber ich meine, wenn da Lichter sind, das dann auf geht's. Vielleicht könnten wir dort Hilfe gebrauchen, Hilfe finden. Ja, gut, also ihr geht drauf zu. Das Licht am Ende, anderen Ende des Tunnels könnte auch ein herannahender G-Zug sein, aber das... Keine Sorge, es ist grün und rot. Okay. Sieht erstmal nicht nach einem Rasthaus aus, aber. Ja, gehen wir mal drauf zu. Ja, gut, ihr geht drauf zu. Das kann schon passieren. Der Nebel wird auch langsam weniger und ihr kommt tatsächlich hier hin. Ui, ist tatsächlich ein Rasthaus. Es ist tatsächlich ein Rasthaus, beziehungsweise es ist so eine halboffene Bar, die so eine Verbindung zur Straße hat und ansonsten mehr oder weniger auf dem Wasser schwimmt. Also unten mit diesen Pfeilern gesichert ist, aber offen. Also ihr könntet es schaffen, drauf zu klettern. Oder ihr geht außen rum. Sowas hat mir der Siegfried... Also ich würde außen rum gehen. Sowas hat mir der Siegfried hat mir mal davon erzählt, mein Kumpel aus Deutschland, der hat mal gesagt, dass sein Enkel mal irgendwas mit Punk und irgendwas mit Netzpunk oder so weiter hat. Da hat er mal gesehen, irgendwas, wo sieht das irgendwas. Es sieht aus wie Alkohol. Sieht aus wie irgendwas Utopisches, das hat er mir davon erzählt. Irgendeine Serie, die er da geguckt hat. Ja, gut. Gut, ich würde eher sagen, das sieht aus nach schlechtem 80er-Stil, aber klar. Das sind Neonleuchten, das ist Neon. Neon ist 80er. Ja. Neon ist utopisch, das ist. Utopisch. Ich würde schon außenrum hochgehen, weil ich keinen Bock habe, runterzufallen, zu riskieren. Ja, ich auch. Wo sollen wir hochgehen? Okay. Was heißt hoch? Ihr geht außen rum, das ist ein Gebäude, es hat eine Verbindung. Ihr braucht trotzdem einmal eine Kletternprobe, um zu gucken, wie gut ihr es schafft, da hochzukommen. Aber wo wollen wir hochklettern? Worum geht's?
außenrum um die Bar rum. Und auf das Dach klettern oder wo wollen wir? Straße. Das Dach klettern Nein, oder ihr seid momentan noch unten. Ihr könnt entweder versuchen, auf die Barfläche zu klettern oder außenrum und quasi in Richtung Straße, Straßengraben zu klettern. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Bar hin, also zu dem... Ich würde außenrum gehen, weil ich nicht... Der alte Mann will einbrechen, okay. Gut, ja. lassen wir ihn das tun und gehen einfach... Also wir anderen gehen außen rum und sollen einmal auf Klettern würfeln. Okay, ja, dann alle bitte. Da könnten wir vielleicht Hilfe brauchen, aber ich Hilfe finden, aber ich gehe auch mit außen rum, wenn die anderen das auch machen. Ich füge mich der Gruppe. Ich komme da mit. Oh. Und soll ich auch noch auf Klettern würfeln? Klar. Alle. Falls sowas einfach wie Klettern nur, um haben. Zu gucken, wie es geht. Ja, Klettern sieht nicht gut aus. Also ich habe 89 und ich habe 20 auf Klettern. Ich hab's auch nicht. Ja, du wirst ordentlich nochmal dreckig, aber mit Hilfe kriegt ihr schon hin. Vor allem, weil euer... Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's tierisch verkackt. Ich rutsche aus und fall wieder zurück. Auch wirklich sehr gut gewürfelt hat, schafft er es euch dann auch noch hochzuziehen. Er kommt da ohne Probleme hoch. Ich tue mich aber ordentlich schwer beim Klettern. Es ist hier in dieser Sumpflandschaft... Das schwer für mich. Ja, es hat ja keiner von euch großartig richtig krass beschissen gewürfelt, oder? Ich schon, aber was soll es? Ich, 89 von 20. Ich noch kritischer, Morty. Das ist damit, ja, wollen wir nicht überreden. Mit Hilfe geht's. Ich sag jetzt nicht, dass ihr euer Geld verliert oder so. Ja, wobei, vielleicht ist es passiert, wer weiß, ihr habt noch nicht nachgeguckt. Ja. Ja, auf jeden Fall, ihr schafft es. Ihr steht an der Straße. Da ihr euch nicht dazu entschieden habt, in die Bar einzubrechen, ziehe ich euch mal auf die Stadtmap. So. Es ist nachts. Und ihr seid etwa hier, sagen wir mal, Wald und Fluss in Sumpf, beziehungsweise Sumpf und Fluss. Also, okay. Also wir gehen nicht zu der Bar hin, wo es potenziell Hilfe geben könnte. Hier. Also ihr wollt nicht zu der Bar hingehen, wo es potenziell... Ihr könnt durch den Haupteingang gehen, der da ist. Ihr seid das hatte ich auch vor. Ja, ich auch. Ich wollte nicht unbedingt von hinten in die Bar einsteigen, weil unnötig. Ja, ihr seid quasi von hier gekommen und seid jetzt hier hochgeklettert. Ihr befindet euch jetzt da. Okay. Beziehungsweise gerade hier. Ihr hättet doch einbrechen können. Ja, wir werden sehen, was uns das bringt. Jetzt habe ich die Karte verschoben. Hä? Du warst du nicht? Doch, ich habe die Karte verschoben, minimal. Ja, passt schon. So. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die Bar mal an. Ups. Gehen wir da mal genauer ran, gucken wir uns das mal an, ob wir hier vielleicht mal Hilfe gebrauchen können. Vielleicht kann uns jemand Feuer geben. Und an die verlorene Ausrüstung irgendwie können wir da vielleicht mal wieder Netz machen. Ja, vielleicht. Und vielleicht mal was Netz zu trinken bekommen. Bin schon ein bisschen lustig von der Reise. Wie sieht denn eigentlich die Ding aus, die Stadt aus? Sieht aus wie ein Dorf, sieht aus wie auf der Karte ein paar Häuser. Das meiste Wohnhäuser, ihr seht, es ist immer noch sehr, sehr neblig, ihr seht jetzt nicht weit, aber ihr seht, dass da hier ein zufällig sehr geschickt und nützlich platzierter Autoreparaturservice sich befindet. Tja, wenn man nur ein Auto hätte, wie man ihn kennt. Wenn man nur ein Auto hätte, was man reparieren kann. Ja, gut, gibt ja auch sowas wie Abschleppservices oder so, ne? Also ich würde mal die Bar betreten und mich da mal in der Bar umgucken. Ob da jemand ist. Ich würde, glaube ich, direkt zum Autoservice rübergehen, weil ich darauf vertraue, dass er in der Bar nachfragen können, wo wir die Nacht überbleiben. Wir teilen uns also auf. Das ist das Beste. In einem Horrorabenteuer sollte man sich immer als erstes aufteilen. Das ist immer eine gute Idee. Ja, ihr könnt euch aufteilen. Nee. Ich gehe lieber mit ins Autoservice. Das ist kein Problem. Okay. Weil sich aufteilen in einer Horrorstory immer das eine gute Idee ist. Teilen wir uns auf und ich gehe in die Bar, während die anderen ist. Dann gehen eineinhalb von euch gehen in die Bar und zwei von euch gehen zum Auto. Machen wir erstmal das Auto, beziehungsweise den Automenschen.
Dann lasst mich ganz kurz ein Bild reinziehen. Das habe ich leider gerade noch nicht parat. Ja, nicht den Gegner gesammelt. Oder habe ich das? Ja, habe ich tatsächlich. Ich bin gut vorbereitet, ausnahmsweise. Gut, wow. Ihr geht zum Autoservice. Also Service in Anführungszeichen. Sieht jetzt nicht aus wie Applaus. Heute erst errichtet, aber es scheint noch belebt zu sein. Sieht vertrauenserweckend aus. Nein, absolut nicht. Aber es ist das Beste, was ihr habt. Sagt dir irgendwas wie, sagt dir der Begriff Ironie etwas, Modi? Bei dir nicht. Also, ich gehe dann mal zur Tür und klingel mal, dass es ziemlich dunkel aussieht. Also vermutlich schon spät ist. Ja, also es ist schon spät, wie gesagt. Es hat angefangen dunkel zu werden, als ihr gefahren seid. Ihr seid jetzt so 1,5 bis 2 Stunden durch die Sümpfe da gewandert, bis irgendwelche göttlichen Wesen euch in den Weg gewiesen zu dieser, haben. Zu dieser Stadt gependelt haben. Ja, ich hab geklingelt. Was soll schon schief gehen? Ja, du hast geklingelt. Es dauert ein paar Minuten, dann öffnet euch jemand die Tür. Und zwar. Was? Nichts. Ich dachte, du hast was gesagt. Ja, ich hab's wiederholt, weil sie es nicht verstanden hat, was geruckelt hat. Ich hab's auch so verstanden. Ach so. Okay. Okay, also, die Tür wird euch geöffnet und der amerikanischste Amerikaner, den ihr jemals gesehen habt, öffnet euch die Tür. Ah, ja. Mein alter Kumpel. Natürlich. Schade, dass ich nicht mitbekommen bin. Könnten Sie uns helfen? Unser Auto ist liegen geblieben. Wir wissen leider nicht genau von wo. Wir haben im Nebel die Orientierung verloren, aber es müsste so ungefähr. Also, ich zeige dann die Straße runter auf deiner Map. Mhm. Aus der Richtung sein und. Wir bräuchten das Auto morgen, um weiterfahren zu können. Wir sind leider im Graben gelandet. Und es wäre doch sehr nett, wenn Sie einer alten Dame helfen würden. Okay. Also, ihr habt irgendwo den Wagen versenkt und ihr wollt jetzt, dass ich euren Mist wegräume, oder? Habe ich das richtig verstanden? Es wäre sehr nett, wenn Sie uns helfen würden. Wir bezahlen Sie natürlich auch. Da wird er schon etwas hellhöriger. Oh ja, natürlich. Die. Das ist ja logisch. Sicher. Ich werde einfach mal in meinem Wagen die Straße runterfahren und dann gucken wir, was. Aber passen Sie auf sich auf. Ja, natürlich, natürlich. Dann geht er auch schon in. Der war auch schon zu seinem Wagen. Der war sehr. Der war sehr zuvorkommend für einen Amol, für das, was er ist. Der war sehr, sehr zuvorkommend. Sobald Geld im Spiel ist, ja. Der war auch vorher sehr. Ihr seht nämlich nicht nach Geld aus gerade. Ihr seid verdreckt, ihr seid in zerschlissenen Klamotten, ihr seid gerade ein paar Stunden durch die Scheiße gewandert. Der war auch vorher sehr, sehr zuvorkommend. Er hat nur, ja, gesagt, hat die Tür vorher. Ja, er hat die Tür geöffnet. Er hat nicht verpisst und euch hier Ratten gesagt, also insofern. Würfelt doch mal auf Horchen. Auf was? Wer? Horchen, ihr beide. Ah. 33 und ich habe. Dieses Gesicht. Bußhorchen. Also ich will hier keine Leute beleidigen, aber ich finde, das Gesicht sieht so ein bisschen. Gib mir stark. Ja, du hast ihn schon gut eingeschätzt, das wirst du wahrscheinlich. Nee, aber das Gesicht gibt mir. Ich hab's geschafft. Modi, das Gesicht gibt mir starke Wiker-Vibes. Das gibt so ein bisschen so. Das ist irgendwie, wenn der Blick nicht so komisch wäre, so. Ist gut. Könntest du bitte aufhören, dauernd die Geschichte zu unterbrechen? Danke. Es ja. wäre sehr schön. Geschafft. Das gut, dann Waker. Hörst du zumindest, dass er. Wie gut hast du es geschafft? Normaler Erfolg oder starker? Keine Ahnung. Wird mir ja nicht angezeigt, wenn ich hier würfeln muss. Ja, dann rechne halt mal kurz. Ich hab 50%, 25% ist. Ah, ja, gut, dann habe ich es ganz knapp nicht geschafft mit 5. Also ich habe 33 und ich habe 50, jetzt wäre das ja. Normaler der Schauspieler. Ach so, okay. Also hast du nicht geschafft? Nee. Ja, dann.
Hört ihr beiden nur, dass er irgendwas vor sich hin murmelt. Bevor er dann in seinen Abschlepper steigt, der auch schon bessere Tage gesehen hat, aber offenbar zumindest mit einem Scheinwerfer noch funktioniert. Also ich würde sagen, wir bewegen uns dann Richtung Bar und ich glaube, es ist Zwergespaar, der ist dran, oder? Ja. Ja. Oder ihr, wenn ihr dann dazu stoßt. Ja. Alles klar, dann geht's einmal zurück zur Bar. Was genau tust du? Ich nähere mich erstmal dem. Ich nähere mich dem Haupteingang und schau mal, ob da Leute da sind. Schau mich erstmal also um, ob ich da irgendwen sehe. Nicht du siehst jetzt nicht, du siehst eine Eingangstür, also so eine. Diese übliche. Eine Eingangstür zu einem Laden eben. Okay, ich klopfe an der Tür. Ich klopfe an. Ja. Die Tür ist nur angelehnt. Ich öffne die Tür vorsichtig und blicke hinein. Du blickst hinein. Ja, du siehst mehrere Tische. Du siehst auch innen nochmal eine zweite Bar. Im Prinzip siehst du einen Raum. Sehe ich irgendwelche Leute drin, einen Barmann oder irgendwie ja, Kundschaft? Du siehst tatsächlich jemanden hinter der Bar. Und zwar ihn. Oh, okay. Ignorier bitte die Augenfarbe, es liegt an der Generation, das hat nichts auszusagen. Ja, ich frage ihn, ob er mir Feuer geben kann. Ich zeige ihm meine inzwischen feuchte Zigarette und eine Zigarre und frage ihn, ob er mir Feuer für meine Zigarette geben kann. Dass man eine rauchen kann. Ja, sicher, mein Freund. Was habt ihr denn gemacht? Ihr seht aus, als wärt ihr die letzten Stunden durch den Sumpf geirrt. Exakt, das ist passiert. Unser Auto ist leider ein bisschen. Ich habe vielleicht eventuell unser Auto zu Schrott gefahren. Jetzt sind wir hier gelandet. Lange Geschichte, aber wir sind jetzt hier. Ich bräuchte auch mal einen starken. Was haben sie denn hier? Haben sie einen guten Korn hier oder? Korn ist es. Ja, er hat alles, was du willst. Du kannst bestellen, was du möchtest. Okay, dann bestelle ich doch mal einen hübschen Whisky. Ja, gut. Macht er dir? Ist jetzt nicht so viel Aufwand. Er nimmt eine Flasche von teuer aussehendem Whisky, gibt dir ein Glas ein. Also kippt auf Eis logischerweise und übergibt dir den Alkohol. Also er sagt nichts dagegen, dass ich rauche, dann rauche ich meine gute alte kubanische Zigarre. Die gute kubanische. Alles klar. Gut. Sonst noch irgendwas oder willst du schweigen? Ich mach's mir über meinem Drink bequem. Ich setze mich da vor ihm an den Tresen, direkt an den Zapfhahn und ich rauche meine Zigarette und trink ein kleines Stück mein Whisky. Ja, das ist nett. Dann nach ein paar Minuten kommen auch eure Kollegen wieder rein. Und sehen dieselbe Szene. Sehen euren alten Mann verdreckt an einem von den Tischen sitzen und einen Whisky trinken und rauchen. Und den Barmann, der gerade daneben steht, quasi. Ich würde zum Barmann gehen und fragen, ob ich das Bad benutzen darf. Ja, natürlich. Warum sollten sie das Bad nicht benutzen können? Es ist gut. Dann würde ich ins Bad gehen und mich waschen. Ja, dann darfst du es tun. Ja. Zumindest so gut, wie es halt geht, ne? Ja, ja. jetzt poppt so eine Nachricht auf. Das darfst du gar nicht. So gut gewaschen, wie es mit einem Waschbecken geht. Ja. Für mehr Besuch ein Bad raus. Ich gehe dann zum Barmann und frag mal, Entschuldigung, könnten Sie uns sagen, wo wir irgendwie übernachten können? Da unser Auto liegen geblieben ist, haben wir keinen Ort, wo wir schlafen können.
Ja, natürlich. Ich würde empfehlen, dass Sie in das Bestview Motel gehen. Das liegt die Straße runter. Ich nicke zustimmend. Ja. Aber kleiner Tipp von dem Einheimischen. Der Ausblick ist beschissen. Ach, das juckt mich nicht. Zwinkert dir so ein bisschen. Vielen Dank. Das passt schon. Ich zucke mit den Schultern und trinke weiter meinen Whisky. Ja, davon bin ich ausgegangen. Also Ausblick hat, ich brauche ein Bett zum Schlafen. Ich bin kein Tourist, der irgendwie der Ausblick braucht. Das ist da. Das ist ja Ausblick. Pff. Gib mir ein Zimmer mit einem Bett. Ein Schrank wäre noch teuer. Ja. Ja, gut. Also ihr sitzt da, ihr trinkt. Er berechnet euch auch tatsächlich nichts, weil ihr ausseht, als hättet ihr es wirklich nötig. Okay. Ich guck, ob ich Geld bei mir habe, ob ich ein Portemonnaie dabei habe. Ja, du hast dein Geld noch dabei. Okay. Ach so. Nicht um es zu bezahlen, aber um es einfach um zu wissen, ob ich noch. Hey, Herr Barmann, gibt es hier in der Gegend eigentlich so Legenden über Geister oder sonst was? Ich verdrehe die Augen und sage die immer mit ihren Geistern. Ja, natürlich, massenhaft. Was können Sie uns da einen Ort empfehlen, wo wir hin können? Empfehlen? Empfehlen nicht, aber ich kann euch von einem abraten. Ihr solltet definitiv von den Sümpfen fernbleiben. Da sind schon so viele Leute spurlos verschwunden. Ah. Da haben sich einige Legenden drum gebildet. Gut, da kommen wir gerade her. Man sagt, dass manche die Rufe von den zuvor Verschwundenen hören und in den Tod gelockt werden. Gut, da wollen wir auch. Das ist alles wahrscheinlich nur Bullshit. Ich meine, guck dir die Sümpfe an. Wäre doch seltsam, wenn da niemand verschwindet. Da wollen wir aber auch nicht wieder zurück, da sind wir gerade hergekommen. Das ist das, was wollen wir da auch wieder? Bin ich froh, dass wir wieder zurück sind. Wollen wir das nicht aufnehmen, sowas? Also, so wie. Ich guck an mir runter. Ja, ihr habt schon Aufnahmen. Also, ich guck an meinen Klamotten runter. guck auf den Bauch. Also, könnt ihr gerne machen. Ich brauche hier erstmal eine. Ich brauche hier erstmal eine Nachtpause. Ich werde jetzt bald mal das Hotel aufsuchen. Wenn ihr das macht, macht ihr das auf jeden Fall ohne Kamera. Ich brauche erstmal Ruhe und ein Bad. Ganz so. Genau das, was er sagt. Na, dann kommt doch mit, Kinders. Dann gehen wir jetzt das Hotel suchen. Einfach die Straße runter. Und wo ist eigentlich Vito? Ja, wo ist er eigentlich? Wo ist Vito? Ist er kacken? Achso, ja, ich komme gerade aus dem Klo wieder. Er ist kacken. Okay, er war kacken. Ich frag den Barmann, ob er ein Feuerzeug für mich hat, was ich mir abkaufen kann oder was er mir geben kann, damit ich mal meine Zigaretten selbst anzünden kann. Meine Zigarren. Ja, sicher. Er gibt ja eins mit dem Namen von der Bar drauf, also quasi Merchandise. Hat man halt so. Stecke ich mir ein. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt raus und gehen die Straße runter. Das ist doch dann da über die Brücke, oder? Ja, es ist gerade die Brücke runter. Es befindet sich, ich kann euch die Karte gerade wieder einblenden. Genau. Hier. Beziehungsweise sagen wir hier, da steht ein bisschen einsamer. Jo. Dann klingel ich. Du musst dich klingeln. Ich will erst mal hinlaufen. Ja, also ihr lauft hin, es ist kein großes Problem. Es ist gerade so als Dorf zu klassifizieren. Die haben einen kleinen Laden. Die haben eine Polizeiwache. Also Anführungszeichen Wache. Gegenüber von dem Motel. Und sie haben halt das Motel hier drüben stehen. Also viel scheint nicht los zu sein, aber scheinen ab und zu mal Leute vorbeizukommen. Okay, ich würde sagen, ich betrete das Motel. Öffne die Tür und trete ein. Gut, du trittst die Tür ein.
Nee, ich trete ein. Das habe ich aber auch gehört. Habe ich doch gesagt. Alles gut, ja. Ihr könnt in die Lobby gehen, es sitzt so ein gelangweilt aussehender Mitarbeiter da. Ja, Punkt. Wir hätten gerne einen. Ich stelle mich vorhin und ich blick so auf mich selbst runter und sag, wir bräuchten eine Dusche und ein Bett. Wie viele Personen? 4 Personen? 2 Zimmer oder 1? Ich würde vorschlagen 2. Gut, 2 für 4 Personen. Das sind 300 Dollar pro Person, nur bar, keine Karte. Ich schlafe mit dem Kameramann. kann ich mir das leisten? Kann ich mir nicht leisten. Pro Person hat er gesagt, also. Pro Zimmer. 300 pro Zimmer, also so. 600 müsst ihr locker machen. Es geht von eurem. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt im Barschaft des Auto? Wo steht denn das? Barschaft. Oh, okay. Dabei. Okay, das kann ich mir sogar leisten. Wenn ich das zu lang, wenn ich mit dem Kameramann zusammenlege, wie viel muss ich dann noch bezahlen? 150. Ja, okay. 150. Pro dann, Nacht wohlgemerkt. Dann bezahle ich erstmal für eine Nacht 150. Ob wir noch eine weitere Nacht bleiben, müssen wir dann mal gucken. Ja, alles klar. 150, das sind dann. Gut. Ich zieh's mir gerade selbst ab. Ich hab's bei dir schon eingetragen gerade. Du hast dann noch 650, wenn ich richtig liege, oder? Nee, ich hatte 1000 falsch, vorher. War der falsche Charakter, Entschuldigung. 50. Ich hätte jetzt 850, wenn ich richtig gerechnet habe. 850. Der, den ich jetzt offensichtlich spiele. Ah, okay, ja gut. Also laut Charakterbogen habe ich jetzt noch 850 Geld übrig. Ich habe noch 450. Ich habe 1050. Ja, wie gesagt, alles vollkommen legit. Also ihr könnt in euer Zimmer gehen, es ist... Ja. Es ist ein Motel. Sagen wir es so. Ist ein Zimmer mit Bett. Gibt's eine Dusche in dem Zimmer oder auf dem Flur oder... Wie sieht das aus? Es gibt ein Badezimmer im Zimmer. Es ist kein gutes Badezimmer, aber es ist ausreichend. Es ist halt ein Duschkopf, gerade so ein Vorhang und ein Loch im Boden. Okay, es riecht auch ein bisschen unangenehm, aber ja. Geht schon. Und ansonsten habt ihr halt, ja. Ich streife meine schmutzigen Klamotten. Zwei zusammengeschobene Einzelbetten und einen nicht mehr so aktuellen Fernseher. Punkt. Plus die geschmacklosesten Bilder ist, und die geschmacklosesten. Er ist moderner als das Teil, was ich zu Hause habe. Das Ding ist moderner als das, was ich habe. Ich streife meine dreckigen Klamotten ab und und dusche. Ja, du gehst duschen. Ich stell mein Gewehr an der Dusche ab, griffbereit. Ja, das hat ja auch niemand Fragen gestellt. Ich lasse Vito den Vortritt beim Duschen. Ja, nehme ich auch dann. Ja. Ich schätze auch mal, dass beim Duschen nichts Spannendes passieren wird. Nö. Ich will jetzt wissen, wie ihr euren Abend und Nacht noch verbringt, wenn ihr irgendwas tut. Ansonsten Nachdem ich geduscht habe, lass den Kameramann duschen. Ich würde gerne noch wissen, ob ich irgendwo meine Klamotten säubern kann, ob es jetzt zumindest irgendwo Lappen oder so weiter gibt, wo ich das selber, wenn es keine Wäscherei gibt in der Nähe, ob es da irgendwo was gibt, wo ich das selbst... Es gibt eine Waschmaschine, die du für ein bisschen Münzgeld benutzen kannst. Okay, ich würde gerne meine Wäsche waschen über Nacht. Ja, das darfst du gern tun. Und dann lege ich mich ins Bett mit meiner Pistole auf der Brust und meinem Gewehr direkt am Bettrand. Ja, und zwar... Und nichts weiter. Na doch, Zigarren habe ich noch mit dabei und ein Feuerzeug habe ich noch. Und eine schusssichere Weste. Du hast Zigarren, deine Waffe, aber keine Unterhose. Das Wichtigste habe ich dabei. Ich habe ein Bettlaken, ich schlafe nackt. Das Bettlaken. Da ich ja meine Haut sonst. Achso, Entschuldigung.
Ja, du darfst. Ich habe keinen Schlafanzug. Wenn ich ja meine Haut sonst nicht zeige, habe ich meine Klamotten in der Dusche direkt wieder mitgewaschen und habe sie so weit ausgewrungen, dass ich zumindest nasse Klamotten anhabe. Modi. Okay, gut. Modi, was denkst du, wie ich schlafe? Mit einem Schlafanzug? Das ist ein... Ich habe in der Navy gedient. Das ist ein Schlafanzug. Als ob ich einen Schlafanzug mit hätte. Ja, und es hat deine Kollegen damals schon irritiert. Ja. Man schläft in Klamotten oder wenn die Klamotten dreckig sind, schläft man nackt. So ist es. Was? Mit Unterhose. Also als Soldat schläft man in den Klamotten, also im Hemd und in der Hose. Ja, das ist korrekt, aber für gewöhnlich nicht nackt in der überfüllten Kaserne, aber das ist deine Sache. Also momentan sind meine Klamotten dreckig, deswegen ich zieh die Bettdecke drüber und dann... Du hast einfach kein Schamgefühl, ist okay. Gut. Ja, er auch das, nicht. Das wurde mir abtrainiert. Mit einer fremden Frau im Zimmer. Ja, gezwungenermaßen. Nur in Unterhose. Gezwungenermaßen. Ist ja nichts anderes da. Das Schamgefühl wurde uns in der Navy abtrainiert. Nein, nur dir. Okay, gut. Ihr schlaft. Ihr träumt alle irgendwas. Lebenspunkt, du hast keinen schweren Schaden genommen. Du darfst den einen Punkt wieder regenerieren. Ich darf wieder auf 15 gehen. Andere haben es geschafft, keinen Schaden zu kriegen. Ah, okay. Also ja. Du bist wieder so gut wie neu. Gut. Und meine Klamotten sind auch. Erste frisch. Frage, zahlt ihr nochmal für das Zimmer oder nehmt ihr euer Zeug direkt alles komplett mit? Ich würde mein Zeug erstmal mitnehmen. Ich hab nicht viel dabei, ich nehm's mit. Ich habe auch nicht viel mit dabei. Ich nehme meine Waffen, meine Weste schultere ich und sind meine Klamotten über Nacht getrocknet? Ist da ein Trockner mit drin oder muss ich mit nassen Sachen laufen? Du musst mit nassen Sachen laufen. Okay, das ist in Ordnung. Ich zieh nasse Sachen an, schultere meine Weste, meine Zigaretten stopfe ich wieder in die Hosentaschen, Feuerzeug lege ich auch daneben und meine Waffen nehme ich an, meine Pistole stecke ich mir in den Gürtel, mein Maschinengewehr nehme ich auf den Rücken und das Messer stecke ich mir in den Schuh. Und alles klar, gut. Bin startbereit. Okay, gut. Dann seid ihr bereit. Was tut ihr? Ihr trefft euch gerade wieder auf dem offenen Gang. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum Autoreparaturservice zurück und gucken mal, ob er unser Auto gefunden hat. Das wäre nicht schlecht. Ja, okay, das schafft ihr. Ihr lauft im einen kleinen Dorfladen und der Polizeiwache vorbei und kommt beim Mechaniker wieder an. Und tatsächlich, euer Wagen steht auf dem Hof. Interessant. Verdreckt, aber er ist da. Das ist und ja... Und der Typ auch direkt daneben. Sehr fantastisch. Ich will mal hingehen. Guten Tag. Guten Morgen. Vielen Dank, dass wir unser Auto gefunden haben. Ja, natürlich, ist ja mein Job, oder? Funktioniert das denn wieder? Hat die ganze Zeit funktioniert. Es reparieren soll ich mir gerade an. Das gucke ich mir gerade an. Also, ich muss schon einiges daran machen, dass das Ding wieder läuft. Puh, also, die Zündkerze hat es erwischt. Reifen sind auch nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Kriegen Sie das repariert? Ja, ich denke mal, bis übermorgen sollte ich das geschafft haben. Okay, super. Guck mal noch was. Das heißt, wir hängen noch 2 Tage hier fest. Jo. Ja, offensichtlich. Wir haben ja Zeit, das Dorf ausführlich zu erkunden. Und ich würde sagen, Modi, machen wir eine kurze Steampause. Ja, können wir gern machen. Bis 2015. Ich hab's den Anfang geschafft. Bis 2015 mal eine kurze Streampause machen. Können wir bei Primetime dann weiterspielen. Ja, bis dann. Bis gleich. Bis gleich. Ja.